Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der Nordfriesischen Marsch vierfach. So, ich habe die Folge eigentlich aufgenommen, aber vergessen auf Aufnahme zu drücken. Deswegen habe ich jetzt hier so ein Gap von circa 17 Minuten drin. Und zwar habe ich das Update gemacht auf die Map V2.3. Da hat sich Folgendes geändert. Die Roggentextur wurde geändert und Pflanzendichte bei Luzerne, Lavendel und Kohl reduziert. Das Problem bei den Luzerne-Heu-Rundballen wurde gefixt. Preise bei Tomate, Erdbeeren und Salat wurde angeglichen. Neue Paletten für Tomate, Erdbeeren und Salat. Die Dieselpreise wurden angepasst oder wieder angepasst. Ich denke mal nach unten. Sieben neue Fülltypen wurden in die Karte eingebaut. Das wären Himbeeren, Pfirsich, Mirabellen, Blumenkohl, Kürbis, Pilze und Rotkohl. Der Wasserhydrant beim Bahnhof wurde verschoben. Schwebender Baum bei Feld 29 verschoben. Kollision beim Schiff am Hafen passend verschoben. Das Stadion nimmt nun auch Weizen- und Gerstebier an. Die Wasserpflanzen bei Feld 4251 etwas verkleinert. Die auf der Map verbauten BGAs können nun umbenannt werden. Dann habe ich auch noch das Produktionspack V2.1 installiert, also das neue Produktionspack, wo ein neues Gewächshaus für Tomaten, Erdbeeren, Salat, Blumenkohl, Rotkohl, Pilze, Kürbis und Himbeeren ist. Ja, ganz schön lange Liste für ein Gewächshaus. Neue Obstbaumplantagen für Pfirsich und Mirabellen wurden gemacht. Obstplantagen, Zuckerfabrik und Zellstofffabrik wurde der Wasserfüllstand erhöht. Also erhöht sich der Wasserfüllstand, wenn es regnet. Das steht, glaube ich, im Revamp drin, wie viel das ist dann pro Stunde. Die Zuckerfabrik hat Schichtbetrieb für Zuckerrohr bekommen. Dann wurde die Kapazität für Zuckerrohr erhöht in der Zuckerfabrik. Bei der Molkerei gehen die Tore nicht mehr auf, wenn man ein Zusatzskript nutzt. Ich weiß nicht, ob das behoben wurde oder ob das jetzt so eingebaut ist. Wurde ein extra Trigger für die Wartung bei der Werkstatt am Parkplatz eingefügt. Die XXL-BGA-Kollision bei den Gärresten Entnahme passend verschoben und Collibox beim Separator gefixt. Also da war irgendeine Kollision nicht ganz richtig und die wurde gefixt. So, und jetzt gehe ich rein wieder ins Spiel. Das habe ich jetzt vorhin alles schon mal gemacht, so grob. Ja gut, nicht viel. Feld 2 sind wir jetzt gerade am Pflügen. Das habt ihr verpasst. Feld 3 ist angesät. Das walzen wir jetzt. Gut, und hier haben wir jetzt noch die letzten Ballen zum Wickeln beziehungsweise pressen. Und dann können wir hier auch die Ballen sammeln. Und dann haben wir es auch geschafft. Ne, also. Leider habe ich da vergessen, auf die Aufnahme zu drücken. Ja, ist ein bisschen blöd gelaufen. Wie gesagt, da haben wir jetzt ein paar Minuten, wurde, oder beziehungsweise ein paar Minuten habe ich jetzt verloren. Aber das macht nichts. So. Wahnsinn, dass der erst da oben ist, ne? Der war ja ziemlich bei mir. Ja, vor allen Dingen gemerkt hat dies mit, dass ich die Aufnahme nicht gedrückt habe, wo ich die Aufnahme beenden wollte, dachte ich so. Hä? Aber gut, so ist das nun mal. Da wo Menschen arbeiten oder Menschen was machen, passieren Fehler. Solange es jetzt nicht allzu oft passiert, kann ich drüber hinwegschauen und ein bisschen schmunzeln. Sage ich jetzt einfach mal. Das ist also, mein Gott. Wie gesagt, gibt halt Schlimmeres. So, aber wir brauchen definitiv noch ein paar Millionchen oder ja, so roundabout
2 Millionen braucht man noch, dass ich mir da alle Obstplantagen leisten kann, darf, soll. So. Schauen wir mal, ob du blockiert wirst. Nein. Oh. Weiter zurück, 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 zurück. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Ja, hier sind wirklich einige Wallen. Das ist schon extrem viel, wenn man es so sieht. Ja, danke fürs schlechte Ablegen. Und der darf dann natürlich zu unserem Hof zurückfahren. Macht er natürlich auch gerne. Jetzt muss er nur gucken, dass ich da so ein bisschen rankomme, weil jetzt schiebe ich den ein bisschen weg. Weil ansonsten lernt der Ballen fliegen und das möchte ich ihm nicht. So. Dann darf der hier zum Hof zurückfahren. Und am Hof haben wir natürlich noch ein bisschen was jetzt in der Werkstatt. Upsala, wo laufe ich denn hin? Ja, unser Häcksler steht zum Beispiel bereit. Der ist gewartet und repariert. So. Ja, ich lasse jetzt gerade das Gebiss dran. Fertig aus, lass mal dran und dann ist gut. So, natürlich hier schön einparken. So, jetzt rennen wir wieder hin. Zum Big M. Den habe ich ja so auch noch warten können und sogar tanken. So. Dass ich da jetzt nicht den ewig großen Bogen immer fahre, nehme ich jetzt hier die kurze Abkürzung. So. So, wie sieht's denn hier aus? Ja, es ist der Vario-Blocking, oder was? Mann, 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 Mann. So. Ja gut, dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit dem Ballen sammeln, die wir dann anschließend zur BGA bringen. Also zu unserer BGA. So. Jetzt gehen hier schon die ersten drauf. Sehr schön. Können wir jetzt schön von unten nach oben uns langsam fahren. Ehrlich. Plop, 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 plop. Wie hier einer nach dem anderen drauf ploppt. Sehr schön. Jetzt haben wir hier den Bogen. So, hier hinten war kein Ballen mehr, also können wir hier lang fahren. So. Schön entspannt die Ballen einsammeln. Fast Track ist angekommen am Hof. Ja, den sollten wir jetzt da halt wegbringen. Wir rollen hier aber so ein bisschen aus.
wir die Ballenpresse wirklich nicht mehr brauchen. Und die sagen, stellen wir sie natürlich weg. Hier sieht es schön am Walzen. So, jetzt können wir hier endlich weitermachen. Beziehungsweise ist es gleich der andere am Hof, ne? Der Wickler. Na egal. Jetzt sammeln wir erstmal die Ballen. Der kann jetzt erstmal warten. Ich habe jetzt aktuell eh keinen, wo mit Autodrive unterwegs ist. So, jetzt holen wir den Ballen hier auch noch schnell mit. Passt das? So, sammle hier die Ballen noch auf. Ganz entspannt. Wäre cool, wenn es jetzt mal regnen würde. Weil dann füllen sich zumindest zwei Produktionen, wo ich stehen habe. Die Zuckerfabrik und die Zellstofffabrik auf. Schade, dass es die Brauerei nicht macht. So, Arbeit beendet. Das ist die Walze, glaube ich. Ja, das ist die Walze. Ja, dass die Arbeit beendet hat, ist mir eigentlich jetzt relativ egal erstmal. Ich will jetzt den Anhänger einmal voll machen mit Ballen. Und dann kann der nämlich schon mal zur BGA fahren. Und dann können wir in der Zeit uns um den Rest hier kümmern, dass das alles weggemacht wird. So, dann brauchen wir wahrscheinlich gleich mal neu sortieren auf dem Anhänger. Jawohl. Jetzt sagen, drehen wir noch schnell um. Und dann machen wir das. Aber ich glaube, ich werde jetzt, jetzt demnächst wirklich die Plantagen schon mal anfangen zu setzen. Eben allein nur wegen dem Apfel, ne? Dass man da ein bisschen oder eben den Tischler bauen. Na, ich überlege es mir noch bis, ja, kann man sagen, zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge überlege ich es mir noch und dann bauen wir da entweder den Tischler oder wir fangen an, oder natürlich einen Schlachter. Tischler, Schlachter oder wir fangen an mit den Plantagen. Das muss man sich jetzt natürlich noch überlegen, ne? Ah, oh, sehr schön. Einmal voll bis auf zwei Ballen. BGA Südwaage. So, der Axion hat die Arbeit beendet. Der darf dann natürlich an den Hof fahren. Und den hier können wir Richtung Werkstatt stellen. Weil der Traktor, der hat jetzt hier ordentlich gelitten. Ja klar, mit seinen knapp 100 Stunden, was er jetzt schon runter hat. So. Da ist der noch richtig jung mit 11,8 Stunden, also knapp 12. Stellen wir die Ballenpresse weg. Und dann passt das so langsam. So, können wir
jetzt den Traktor wegstellen. Und dann schauen wir einfach, dass wir schnell zum LKW kommen. Dann können wir nämlich den wieder übernehmen. So, aber es sind natürlich noch zwei kleine natürlich irgendwo rumfahren. Upsala. Ja, das passt schon. Wo ist dann der LKW? Da ist der LKW. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.